Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Wir befinden uns hier noch immer im Dschungeltempel, wo wir das erste Mal drin sind. Ich war euch ja noch schuldig, euch den mal zu zeigen. Und dann gucken wir uns den ganzen Spaß hier mal an. Wie sieht es hier mit Verkabelung aus? Okay, da vorne. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass man das so einfach umgehen kann. Die Fallen. Also theoretisch kannst du einfach immer direkt schauen und dann weißt du sofort, ah ja, da ist eine Falle, da sollte ich lieber nicht reingehen. So, hier haben wir wieder eine Truhe. Und auch hier ist so eine Suppe drin scheinbar. Okay, die nehmen wir mit. Silberbarren nicht unbedingt. Dynamit kann ich gerne mit. Hunter Potion. Shows the location of enemies. Ist immer schön eigentlich. Glowsticks haben wir noch mehr als genug. Silberbarren brauchen wir eigentlich nicht. So, wir könnten trotzdem mal eben den Safe hier platzieren irgendwo. Oh, Vorsicht, da vorne ist glaube ich wieder eine Falle. Und zwar die Platinumbarren kommen hier rein. Ach komm, dann kriegen wir die Silberscheiße doch trotzdem noch mit. Und dann kann das Dynamit hier meinetwegen rein. Die beiden Statuen, die brauche ich eigentlich gar nicht, finde ich. Moment, die platzieren wir einfach mal wieder hier. So, genau. Die passen auch überhaupt nicht zu unserem Haus. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts mitnehmen. Nein. Sterne kriegen wir hier unten wahrscheinlich nicht mehr. So einen Ahnk haben wir. Die Bomben können in die Tonne. Ansonsten lassen wir die Sachen mal einfach hier so liegen. Die beiden Emeralds, ja, die können auch im Inventar bleiben. Unholy Arrows braucht kein Mensch. Jungle Grass Seeds auch nicht. Und so eine Dschungeldingens auch nicht. 99 Goldmünzen kommen hier rein. Und, ach Mensch, ich habe die Falle doch noch gesehen. Alles sehen, aber dann nicht reagieren. Das ist natürlich mal wieder sehr schön. Da kommt eine fliegende Schlange angedackelt. Und ihr könnt doch jetzt auch mal aufhören hier rumzuhüpfen. So, her mit den Spiky Ball Traps. Ich weiß noch nicht genau, was wir dort uns für eine Falle dann zusammen... What the fucking hell is going on in here? Meine Güte, was geht denn hier bitte ab, Alter? Boah, man könnte ja auch viele Gegner hier unten spawnen lassen, ne? Alter Vater, ey. Ah, okay, das hier ist auf jeden Fall... Ah, jetzt check ich das. Das ist hier sozusagen schon das Gebiet, wo man hier gegen den Oberboss kämpfen soll. Deswegen würde ich gerne mal eben schauen. Oh ja, das sind alles hier oben Fallen. Das sind alles Fallen. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich echt krass. Weil, wenn man da nicht aufpasst nachher, wenn man gegen den kämpft, ist man mega schnell down. Nur weil man die blöden Fallen halt nicht weggeballert hat. So, also, hier sind auch noch weitere Fallen. Das machen wir natürlich alles kaputt. Und das war es dann immer noch nicht. Hier ist nämlich noch eine zweite Riege, könnte man sagen. Hier. So, genau. Alles klar. Jetzt dürften wir es aber haben, ne? Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Ja, sieht gut aus. Sieht so aus, als ob wir alle abgebaut hätten. Okay. Und unter uns sind mal wieder mega viele Gegner. Aber zum Glück können wir uns einfach hier mal so hinhocken. Und dann einfach schön mit unserem wunderbaren, mit unserer wunderbaren Sichel darunter schmeißen. Und dann sind die ganzen Gegner hier unten down. Ich sehe schon, dass hier noch eine weitere Truhe ist. Ich renne jetzt einfach einmal hier so durch. Zack, um das ganze Geld einzusammeln. Gibt es noch irgendetwas? Nein, keine weiteren Verkabelungen mehr am Start. So, dann haben wir hier nochmal so ein Lizard-Ding. Wir haben hier eine Goldmünze. Nein, da oben. Wir haben noch einmal Dynamit. Und wir haben hier unten noch eine weitere Truhe. Wieder mit so einem Zeug. Wieder mit einer Goldmünze und ein paar Throwing Knives. So, und jetzt ist natürlich die Frage, hier ist der Altar. Hier sollte ich jetzt die Suppen reintun, dann wird der Endboss erscheinen. So, okay, ich meine, wir können ja fliegen und alles, aber ich würde halt gerne nochmal hier ein bisschen Licht für euch hinmachen, damit ihr den Bosskampf dann auch richtig in vollen Zügen genießen könnt und ich nicht immer wieder alles, alle 5 Minuten hier irgendwie Licht platzieren muss. Das wäre ein bisschen unlustig. Gut, habe ich irgendwelche Potions, die ich mal reinballern kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich hau mir den Hunter nochmal rein, damit ihr den Gegner dann auch noch besser sehen könnt. Und dann erwacht der Golem jetzt einfach mal. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn, der kleine Golem? Frag mich was Einfacheres.
Ja. Ich habe keinen Plan, wo der Golem jetzt erwacht ist. Ach, hier oben. Hier oben ist er erwacht. Okay. Da kann ich den noch mega leicht besiegen, oder nicht, wenn ich hier jetzt so rumstehe? Das ist jetzt natürlich ein bisschen witzlos, mein lieber Golem. Dass du hier oben gespawnt bist. Wieso bist du denn nicht da unten in der Arena gespawnt? Wofür habe ich denn überhaupt die Arena da aufgebaut? Ist der Golem so ein leichter Gegner? Okay, der Golem-Kopf ist gleich schon kaputt, meine lieben Leute. Oh nee, jetzt kriegt er noch eine Rage-Form. Alles klar und... What the fuck, Alter? Alter Vater, habe ich hier einen Hunter-Potion genommen? Nee, habe ich nicht. Doch, ein Hunter-Potion, aber doch kein Potion, dass hier mehr Leute spawnen. Was geht denn hier ab, ey? So, ach, der Kopf ist ausgerastet jetzt und hat sich getrennt von dem restlichen Körper. Okay. Na gut, trotzdem kriege ich dich von hier aus ziemlich gut down, mein lieber Golem-Freund. Oh oh, guck mal, wie der ausrastet. Guck mal, wie der ausrastet mit seinen Laseraugen. Okay. Golem has been defeated. Alles klar, Leute, damit haben wir den Golem zum ersten Mal besiegt und da vorne hat sich ein Mimic hingeschlichen. Ganz unauffällig, meine liebe Truhe, ganz unauffällig, wie du da rumchillst. Ey, der hat sich da runtergebackt. Habt ihr das gesehen? Den Dual-Hook. Stimmt, der Dual-Hook hat uns noch gefehlt. Ja, geil. Damit kann man natürlich sich immer richtig cool rumhangeln. Aber zum Arbeiten finde ich den anderen besser. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du gedroppt hast, Golem. Greater Healing Potions. Na, die gehen ja immer, sag ich mal. Die Unpleasant Possessed Hatchet. 109 Melee Damage. Very fast speed, extremely strong knockback. Chases after your enemies. Ah, das ist so eine Wurfaxt, oder wie? Zeig mal her. Wow! Okay. Krankes Ding. Kann ich aber leider nicht gedrückt lassen. Tut mir leid, deswegen habe ich heute kein Foto für dich. Und ansonsten noch irgendwas Schönes gedroppt? Nee, ne? Nö, aber wir haben ja noch so ein paar Suppen. Und wenn der jetzt immer jedes Mal da oben spawnt, dann soll mir das halt recht sein. Das macht ihn dann natürlich relativ einfach für uns. Wir haben nochmal so eine Power Cell gefunden gerade. Die hat, glaube ich, irgendjemand gedroppt einfach. Wusste ich gar nicht, dass die das auch können. Und dann hauen wir uns hier die nächste Suppe rein. Der Typ kommt wahrscheinlich wieder hier oben raus. Und dann bleiben wir hier einfach mal wieder stehen. Und ballern ihm mit diesen wunderbaren Sicheln einfach die ganze Zeit in die Fresse. Ja, der nimmt so viel Schaden dadurch. Und wir bekommen nicht so viel Schaden, muss ich ja mal sagen. 334 Lebenspunkte immer noch. Was ist das eigentlich da für ein Buff, den wir da noch haben? Achso, das ist immer der Hunter Potion, der da noch aktiv ist. So, also der Kopf, der hat dann... Zack, genau. Und jetzt hat er... Wie viel hat er jetzt noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder muss ich jetzt den Körper besiegen? Ah, das kann auch sein, weil der Körper hat jetzt 8000 Lebensenergie. Also kämpfen wir jetzt praktisch gegen den Körper. Jetzt ist der mega enraged. Und jetzt würde ich gerne nochmal eben hier die ganzen Gegner killen. Ja, klar. Schieß deinen Laser doch noch weiter. So, der Laser macht allerdings nicht ganz so viel Schaden. So, was machst du denn da hinten jetzt? Wow, what the fuck? Ich muss einen Heiltrank eigentlich nehmen. Oder aber mir droppen hier mal die Viecher ein bisschen was an Heiltränken. Also ich glaube, wenn man mit denen in Nahkampf gehen würde, dann könnte der Gegner ziemlich mies werden. Vor allem der Kopf macht echt mega Schaden. Ich muss aufpassen, ich brauche erstmal ein bisschen Heal. Komm schon, wir haben nur noch 72 Lebensenergie, deswegen... Wow. Komm schon, Heiltrank, ja. Oh, jetzt darf ich den Heiltrank nehmen. Und dann gehen wir nach hier oben. Wo ist der Golem hin? Hä? Was soll das denn jetzt? Oh, ich habe gar keine Fackeln mehr. Was war denn das jetzt auf einmal? Warum ist der Golem jetzt auf einmal weg? Haben wir den besiegt? Wenn ja, warum hat er nichts gedroppt? Hä? Oder verschwindet der nach einer Zeit einfach? Nee. Das ist jetzt aber ein bisschen merkwürdig, aber nur ein kleines bisschen. Das muss ich nicht verstehen, oder? Okay, hier unten sind wieder mega viele Gegner. Ich beschwöre mir den Golem einfach nochmal. Kostet ja nichts. Außer diese Lizard Power Cell, bla bla bla. Aber hey, davon haben wir ja noch ein paar.
Na gut, und dann werden wir halt jetzt wieder erstmal gegen dich kämpfen, mein lieber Freund. Ich verstehe nicht, was hat mir denn jetzt schon wieder so viel Schaden gemacht? Macht mir das schon Schaden, wenn ich das Teil aktiviere oder was? Weil ich hatte doch eben, hatte ich doch noch volle Lebensenergie oder bin ich jetzt total verblödet? Okay, das checke ich nicht. Das checke ich beim besten Willen nicht. So, jetzt muss ich aber aufpassen, weil gleich der Golem jetzt wieder richtig aggro wird, nachdem wir ihn den Kopf abgeschlagen haben. Wir hauen dann erstmal weiter hier einfach mega drauf. Machen ein bisschen vorsichtig, weil der Kopf halt gleich diese kranken Laser abschießt, sobald er nur noch die Hälfte der Lebensenergie hat, glaube ich. So, ja, genau jetzt. Genau jetzt. Jetzt rastet er nämlich komplett aus. Aber wir kriegen den. Wir kriegen den down. Ja, wir kriegen ihn down. Okay, einfach ruhig bleiben. Den Heat Ray habe ich bekommen. Und, oh, 15 Greater Healing Potions. Geil. Die können wir gut gebrauchen. Danke. Der Heat Ray macht 56 Magic Damage und braucht 8 Mana. Shoots a Pierce Ray of Heat. Okay. Ah, okay. Also, der durchschlägt die ganzen Gegner. Auch interessant. So, machen wir den nochmal, oder? Solange wir diese Potions noch haben. Machen wir das einfach mal direkt. Oh, hier ist noch ein Goodie Bag. Dankeschön für diese Goodie Bag. Und dann, zack, können wir ihn nochmal beschwören. Wow, wow, wow. Das macht Spaß, da kommt Freude auf. Gewinne, 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 gewinne. Und ich denke mal, ja, so können wir ihn ziemlich gut treffen. Ah, jetzt positioniert er sich doch nochmal genau über uns. Hier links ist auch noch ein Herz notfalls. Könnten wir also ein bisschen Lebensenergie uns ergeiern. Und gleich haben wir ihn das erste Mal schon. Ja, also der Golem ist halt nicht so schwer, weil er auf diesen Blöcken steht. Wenn er jetzt fliegen könnte oder so, dann wäre er auf jeden Fall wesentlich gefährlicher. So, bis 4000 Punkte runter ist er gar kein Problem. Danach muss ich ein bisschen aufpassen, nämlich genau jetzt, weil jetzt kann der Kopf die Laserdinger abschießen. Ja, und die ballern rein. Wir können aber noch notfalls einen Heiltrank nehmen. Brauchen wir aber gar nicht. Nö. Alles klar, Golem. Alles klar. So, Hurtful, Possessed, Hatchet. Was ist das? Schon wieder das gleiche Dingens. Oh, warum ist denn das so gelb und das gar nicht? Wo ist der Unterschied, Leute? Wo ist der Unterschied? Außer, dass der hier natürlich auch nochmal mehr Schaden macht, aber warum hat er eine andere Farbe? Das frage ich mich halt. Schreib's mir mal in die Kommentare, da bin ich schon wieder mal überfragt. So, einen haben wir doch noch, ne? Ne, zwei sogar noch. Okay, wir können also doch nochmal gegen ihn kämpfen. Alter Vater! Wie kann man nur so viele fliegende Schlangen hier unten hin spawnen lassen, ey? Ist doch unmenschlich. Ist doch keine schöne Lebensbedingung für die armen Schlangen. So, ab nach oben mit uns. Ihr kennt das Spielchen ja bereits. Und der Dual Hook, der leistet uns jetzt hier gute Dienste. So, Golem. Ja, doch, ein bisschen Schaden hat er schon. Aber genau, wenn du die Position einnimmst, dann kann ich richtig schön viel Schaden gegen dich rausrotzen. Vor allem, weil die Sensen jetzt genau in seinem Kopf Halt machen. Und dann richtig schön Schaden raushauen. So, gleich wird er wieder in seine Rage-Form kommen. Dann nochmal 4000 Lebenspunkte runter. Dann kriegt er den Laserstrahl. Der Laserstrahl ist eigentlich das Gefährlichste an ihm. Die Arme sind gar nicht gefährlich, wenn wir so unter ihm sind. Da hat er gar keine Chance gegen uns. So, und jetzt können die Augen Laser schießen. Er rastet richtig aus. Guck mal auch, wie er im Nahkampf ausrasten würde jetzt. Ich glaube, im Nahkampf wird er uns halt mega auf die Fresse geben. Aber ja, dadurch, dass er halt nicht in Nahkampf kommt, hat er halt verloren. So, der Staff of Earth. Okay, was ist das denn? Magic Damage summons a powerful boulder. Ah, wie geil ist das denn? Das ist ja lustig. Zack, zack, zack. Ist aber mega langsam. Mega langsam, ja. 46 magischer Schaden. Okay. Ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwas droppen kann, was uns jetzt irgendwie noch irgendwie überhaupt ein bisschen was nützt. Oder ob der einfach nur noch so just for fun halt ist. Oh, wir haben noch so ein Lizard Power Cell bekommen. Ja, ich würde sagen, wir machen ihn nochmal. Man gönnt sich doch sonst nichts. Moment, so in ihm drin würde ich dann doch nicht so gern stehen. Genau, und schon ist er wieder nach oben gegangen. Gleich wird er hier über mich springen. Was passiert eigentlich, wenn ich die Hand kaputt mache? Vielleicht sollte man die Hand ja auch vorher kaputt machen, damit er einem dann später in der Rage-Form nicht mehr angreifen kann. Ich mache die andere Hand auch nochmal kaputt. Will einfach nur mal sehen, was dann passiert. Ob es dann irgendwas Besonderes passiert. Ob die Hand, vielleicht kann die Hand ja auch was droppen. Glaub's zwar nicht, aber hey.
Wir sind ja hier nicht in der Kirche, ne? Hier wollen wir nicht glauben, hier wollen wir Fakten, Fakten, Fakten. So, okay, er ist wieder jetzt im Rage-Mode. Oh, jetzt sieht er aber echt bedröppelt aus, wenn er so gar keine Arme mehr hat. Nicht, dass da gleich auf einmal irgendwas rausgeschossen kommt oder so. So, aber sein Kopf ist natürlich noch immer gefährlich durch die Laserdinger, die er da hat. Wird er doch zu einem gefürchteten Gegner. Okay, jetzt geht's los. Warum kommen die ganzen Viecher eigentlich zu mir? Nervt mich bitte nicht. Ich musste mir gerade einen Heiltrank reindrücken. So, jetzt kann er die Laser schießen. Jo, macht er auch direkt. Aber so ein paar Laser können wir ab. So, zack, ein paar Laser können wir ab, wie gesagt. Sehr schön. Murderous Heat Ray. Okay, nochmal diese Heat Ray. Wollen wir die letzten beiden Dinger auch noch wegkloppen, Leute? Ach, warum eigentlich nicht? Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich mich nachher immerhin beruhigt nach Hause teleportieren. Eine ist es sogar nur noch. Okay, komm. Die eine nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann machen wir noch einmal den Golem. Weil wir ihn heute so lieben, müssen wir ihn einfach nochmal besiegen. Oh, guck mal, hat die Hand noch keinen Schaden genommen? Ah, okay, deswegen. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum die keinen Lebensbalken hat. Ah, die hat einfach noch gar keinen Schaden genommen, die blöde Hand. So, schon wieder hat er die Hälfte weg. Also schadenstechnisch kloppen wir den ganz schön runter hier mit unserer Waffe. Jetzt ist er gleich schon wieder down, ey. Unglaublich. So, genau. Und jetzt müssen wir noch gegen seinen Bauch kämpfen. Hey, du bist der Bauch. Und jetzt kann er sofort die Laser schießen. Mal schauen, ob er es machen wird. Jo, da haut er den ersten Laser raus. Den zweiten. Macht mir aber gar nichts, denn er ist wieder down. Okay. Ja. Und nochmal den Staff of Earth. Okay, also scheinbar kann er nichts anderes Tolles mehr droppen. Außer wahrscheinlich halt nochmal so ein Emblem, beziehungsweise so eine, wie heißt das nochmal, so eine Trophäe. Das war's aber, weil jetzt haben wir keine mehr, ne? Ne, haben keine mehr. Na gut, dann kann ich beruhigt nach Hause gehen. Muss ich mir keine Gedanken machen, dass ich euch hier irgendwie was vorenthalten habe. Und dann würde ich sagen, war's das für heute wieder mit Terraria. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Wie immer, schreibt mir in die Kommentare, was wir als nächstes machen wollen. Ich versuche auf eure Wünsche einzugehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben kloppt. Das hat gestern wieder richtig gut geklappt. Vielen Dank dafür auch nochmal. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.